Es ist ein Neustart, der Beginn einer neuen Intendanz am Braunschweiger Staatstheater. Und dazu gehört auch eine Uraufführung. Aller Tage Schwarzer Kater hat die junge Autorin Anne Nater ihr Stück genannt, indem sie sich mit dem Erinnerungsvermögen des Menschen beschäftigt. Was passiert, wenn jemand durch Gedächtnisverlust aus dem Leben gerissen wird? Sagt der Autor zum Verleger, in diese Zeilen habe ich mein ganzes Feuer gelegt. Verleger zum Autor, hätten Sie es mal lieber andersrum gemacht. Georg, ein erfolgreicher Schriftsteller, will sich umbringen. Sich ganz auszulöschen, das schafft er nicht, aber er verliert sein Gedächtnis. Seine Eltern, die Georg in seiner Hilflosigkeit aufsucht, sind mit der Situation überfordert. Die Distanz zu ihrem Sohn ist zu groß geworden und daher engagieren sie einen Assistenten, der ihm beim Schreiben, beim Festhalten von Erinnerungen helfen soll. Hey! Fass du mich an? Fass mich nicht an! Hab ich dich, du Schwein! Das konnte nicht! Dachte, wäre was zu holen, ne? Das könnte nicht machen! Ihr? Mach das nicht! Mach da nicht mit, Georg, bitte! Wo hast du meinen Namen? Aus dieser Konstellation, dieser vier, den beiden Eltern, dem Schriftsteller und dem neuen Assistenten, ergeben sich Beziehungskomplikationen. Es verschwimmen die Beziehungen in der Hinsicht, dass die Eltern sich eigentlich den Assistenten als Sohn langsam vorstellen können. Der wird auch immer selbstsicherer im Laufe des Stückes und übernimmt die Identität des Schriftstellers. Anne Nater interessiert sich als Autorin des Stückes weniger für den gesellschaftlichen Kontext des Themas. Sie rückt vielmehr sehr nah an die Menschen heran, gewährt uns Blicke in Abgründe, ins Seelenleben der Figuren. Erinner dich! Ich weiß nicht! Erinner dich! Ich weiß nicht! Aber du konntest das nicht mehr lang sein. Plötzlich wolltest du nicht mehr. Bist dazwischen. Messer her, Schluss jetzt, hast du gesagt. Aber weißt du was? Weißt du was? Die hätten mich gezwungen. Weißt du nicht mehr? Mit dieser Inszenierung eröffnet die neue Hausregisseurin Daniela Löffler. Sie hat bisher in Freiburg und am Düsseldorfer Schauspielhaus gearbeitet. Die neue Spielzeit im kleinen Haus. Ich sag's Ihnen gleich, ich vergesse alles. Naja, in ein paar Minuten merkt es sowieso, also was soll's. Mir ist es sehr wichtig, dass man sich hier dem Ensemble widmet. Und das ist ein Stück, das für Schauspieler eine große Herausforderung darstellt, weil die Figuren ein sehr breites Unterleben haben, das sie nicht immer artikulieren können im Text. Und ich versuche den Spielern so viel Fokus wie möglich und so viel Spielfreude wie möglich zu entlocken mit diesen Texten, mit diesen Situationen und hoffe, dass wir es schaffen, dass man währenddessen und auch danach noch sagt, es lohnt sich, diese Menschen genauer anzugucken, die hier in Braunschweig arbeiten.